Wie wechsle ich die Granaten? Ah, ich habe tatsächlich andere Granaten. Einen ganzen Haufen sogar. Mal sehen, wie die wirken. Ach du Scheiße! Gott, habe ich mich jetzt schon... Ah! Shut up, Nurse! Warum telefoniert das Klingeln immer? Gott im Himmel. Ach du Scheiße! Okay, die Granate scheint auf jeden Fall Wirkung zu zeigen, aber nicht ganz auf die Weise, wie ich sie erwartet habe. Ist ja okay, Kleiner. Okay, ein Schlag reicht. Wenn man die denn mal trifft, dann sind sie tot. Ich muss echt auf diese Druiden aufpassen. Die sind nämlich jetzt die Sache, die mich am meisten ankommt. Hey! Da war noch ein Trandoshaner. Oh Gott! Perfekt! Ah Gott! Oh, jetzt habe ich den Problem. In den Schacht! Wo ist der scheiß Schacht? Ja! Gott, hab ich wenig Leben. Die engsten Lücken aller Zeiten, ey. Nein! Ach Gott, ich brauch Bagda und zwar sofort. The epic journey for the epic Bagda. Oh, scheiße, Bro. Das tut mir leid. Okay, hier komme ich nicht rein. Munition geht mir auch aus. Was? R2-D2 oder so ein anderer. Der ist grün. Der hat aber beide Füße. Entschuldigung. Ich dachte, ich könnte Daten von dir runterladen. Mit meinem Heckmesser aus Titanfall. Boah, Titanfall! Ah, die Granate ist super. Die Granate ist echt super gegen Trandoshaner. Ihr Nelken, ihr seid echte Nelken. Ihr seid Tulpen, seid ihr sogar, würde ich fast sagen. Munition. So. Danke. Detonatoren aufgenommen. Nein! Dir wird das Lachen gleich vergehen, Exe. Wo kam dieser Klon her und warum hat er vorher nichts gesagt? Das ist immer so cool. Also, das, viele Spiele machen das, wo irgend so ein Typ umherfliegt, aber du hörst ihn vorher nicht. Das ist, als ob die da schon die ganze Zeit standen. Ich ging vorbei, kam wieder zurück und dann macht er, oh nein, ah! Das tut mir echt leid, Bro. Das tut mir echt leid. Wo ist der Trandoshaner hin? Ja, komm, ich nehme dich mit, weil ich so kollegial bin. Wenn ich das denn gescheit hinkrieg. Ach, scheiß mal drauf. Hallo. Have a nice day, sir. Was? Gott, ich hab mich wieder eingekackt. Warum explodieren die da? Ja, nein. Ich dachte, der Druide hält... Nein, nein, nein. Ihr Hexen müsst einsehen, dass ich noch gefährlicher bin als ihr. Das stimmt. Oh Mann. Also ohne Granaten, also die kommen an einen ran, wenn man die nicht in den Kopf trifft. Das ist auch immer so eine Schwierigkeit. Er ist nur umgekippt, kann ich ihn wieder aufstellen? Nee, der ist tatsächlich ganz kaputt. Nichts, was Karglas nicht wieder richten könnte. Oh, scheiße, Bro. Lauf weg! Lauf! Mit Schrotflinten? Ich hätte nicht gedacht, dass heutzutage noch jemand Projektilwaffen verwendet. Scheiße. Schrotflinten. Projektilwaffen. Er ist weg, ich wollte seine Schrotflinte. Nein! Rückzug! Ja, Sir! Delta, die haben Minen. Nicht vergessen, die werden durch Bewegung ausgelöst. Wir müssen uns ducken, damit ihre Sensoren uns nicht orten und sie dann entschärfen. Was für ein Blödsinn. Dran denken, durch Bewegung. Was ist denn das für ein Scheiß? So, wenn ich... tauscht er die aus, oder? Oh Gott. Ah,
Ich habe meinen Sniper dabei. Hm, die Energiewaffe sieht aus wie ein Projektilgewehr. Wusste nicht, dass Echsen so nostalgisch sind. Ich schlag dir aber nur mit meiner Faust. Das reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, ein Messer ist da fast stärker, aber ich weiß nicht, ob die da Unterschiede zwischen den Schlagarten gewählt haben. Aber die Schrotflinte wird uns auf jeden Fall gegen die Trandoshaner super geile Dienste leisten. Das ist super geil. Ach so, ja, ich tippe da einfach drauf. Gut, meinetwegen. Wenn das doch mal auch so im echten Leben wäre, dass man sich duckt und einfach Minen entschärft. Bagda. Hier ist 7 umgekommen, aber 7 liegt hier nicht mehr. Da oben stand ich. Eine Tragödie spielt sich hier ab auf der Prosecutor. Ach, nee, ihr... Nein, die Granate. Perfekt. Ah, geh weg. Da sind noch Trandoshaner über. Ach Gott, sind das viele. Das war... Wie ist er hier hochgekommen? Ah, hi. Arschloch. Ja, es sind so viele. Gut, ich habe ein Problem, würde ich fast sagen. Komm her, wir gehen auf Schmusekurs. Ah, Piss. Ja. Yeah. Nicht erwartet, dass mir das auch so viel zieht. Was ist denn hier los, Gottverdammt? Das waren alle. Ach Gott. Meine Super Power Grüngranate ist bald aufgebraucht. Das gefällt mir an sich gar nicht so doll. Aber wir backdown uns jetzt erstmal voll. Oh, geil, ich bin so stoned und jetzt werde ich mich mal hier an das Gerät begeben. Gleich hab ich's. Ich wünschte, Fixer wäre hier. Das ist seine Spezialität. Wir scheinen Aufzeichnungen über alles zu haben, was passiert ist, seit das Schiff offline ist. Okay. Logdateien gesichert. Merkwürdig. Eine Datendatei. Aber kein republikanischer Code. Das müssen wir in die Zentrale bringen. Können wir es nicht einfach rüberschaffen? Wir haben ja keinen Kontakt. Ah, so ein Blödsinn. Gut, dann springen wir die Tür hier mal auf. Das müsste der Zugang zum Datenkern auf Achtern sein. Hoffen wir es. Oh, bitte lass nichts Böses dahinter sein. Nein! Yippie-yay, Schweinebacke, wir gehen einfach weiter. Unerwünschter Besuch. Es ist vollkommen zerstört. Wie konnten Sie so schnell so großen Schaden anrichten? Die Geschütztürme sind aktiv. Wenigstens sind sie im Moment auf unserer Seite. Wenn die Echsen die Konsole hacken können, ist hier bald die Hölle los. Das ist wohl wahr, 3-8. Oh, gut. Wie schön, dass ihr da seid. Oh, okay. Würde ich fast sagen, die Republik hat ja so einiges unter Kontrolle in der Zwischenzeit bekommen. Naja, vielleicht nicht alles, aber so ein bisschen. Ein bisschen schon. Die sagen noch nichts hier. Hey, ein Kommando, ich bin extrem froh, dass mein Leben jetzt endlich gerettet ist. Nein! Ruhig. Er darf nicht an die Geschütze. Was? Verpiss dich da mal bitte. Jo, ist halt ganz nett. Ein Deluxe-Modell. Bist du hier, um uns mit deiner überlegenen Ausbildung zu retten? Ja. Dieses Deluxe-Modell ist hier, um ihren verdammten Arsch zu retten. Also, Trooper, etwas mehr Respekt. Ja, Sir. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Halten Sie die Stellung und erledigen Sie die Echsen. Ich finde einstweilen raus, was hier los ist. Roger, Sir. Okay, geht doch. Blöd Arschgesicht. Deluxe-Modell am Sack. Du warst einfach zu schlecht, um ein Pol. Deluxe-Modelle wie die Deltas werden ja von Anfang an auserwählt. Da reicht es nicht, können zu haben. Oh, sorry, Trooper. Ausgezeichnete Arbeit, Soldat. Sichern Sie dieses Gebiet. Zu schade, dass nur Kommandos Bagdad-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Okay, dann hilf mir einfach. Das kriegen wir. Oh.
Das kriegen wir schon hin mit den Bacta. Irgendwie. Bacta-Tanks können sie aber aufnehmen, Leute. Er lebt noch. Ein glorreicher Tag für uns alle. Gut, die Granate scheint eine, keine Ahnung, Verwirrungsblend-Mist-Scheiß-Granate zu sein, die auch eigentlich ziemlich gute Dienste leisten. Hier liegen ein paar tote Trooper. Passiert. Passiert auch in den besten Kreisen, Trooper. Also halt mal schön die Stellung und ciao. Ist da oben. Wo willst du denn hin? Hey. Kleines Mistvieh. Ich wollte zwar gar nicht auf den Sniper wechseln, aber das war ein Glücksgriff gerade. Habe ich gar nicht dran gedacht, einfach mal den Sniper auszupacken. Detonatoren, bitte sag nein. Eben nicht. Scheiße. Was sind das für Teile? Ich will sie gar nicht anschießen, weil sie eh explodieren. Egal was es ist, sie explodieren einfach. Oh nein, ein Trooper, wenn ich den anschieße, der explodiert doch. Gut, das verwirrt mich auch ein bisschen. So ist es gut. Laut. Die haben eine komische Stimme. Aber die Verwirrungsgranate ist echt super. Keine Ahnung, wie der Detonator richtig heißt. Das könnte man bei Wikipedia. Biss! Deltas, feuert auf die Biester mit den Messern! Delta-Team, bitte melden! Hört mich jemand? Das ist natürlich extrem Pisse, weil die Geschütze jetzt auf ihrer Seite sind. Das war so klar, dass sie das machen. Wir haben hier totale Probleme. Und das mag ich so an dem Spiel, wenn man so. Man geht in der Kampagne weiter, merkt aber, wie sich die Omen gegen einen stellen. Es ist echt. Man kriegt immer mehr Probleme. Natürlich fuckt mich das ziemlich oft eigentlich mehr ab, als dass es mir hilft, aber. Man merkt einfach, es ist alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen wieder mal ein sehr schöner Pluspunkt für dieses Spiel hier. Erholt euch das. Ich glaube, im Multiplayer, ich habe das so ein bisschen mit zwei, drei Leuten im Multiplayer immer mal gezockt. Das ist halt lustig. Auch vor allen Dingen als Alternative zu Halo gewesen. Natürlich war Halo in dem Fall besser. Ah, ja. Gut. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Egal wie viel Filzelchen Bacta ich verliere, ich gehe einfach los und hol mir Bacta. Das war, glaube ich, schon in Soldier of Fortune. Obwohl in Soldier of Fortune habe ich mir die Minipacks etwas klüger eingeteilt. Hatte einfach den Grund, dass das hier nicht so unendliche Stationen waren, sondern kleine und große Medipacks, so wie so schusssichere Westen in klein und groß, die einem dann den Schutz geboten haben. Soldier of Fortune sollte ich auch wirklich mal wieder spielen, weil ich habe echt Bock drauf. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt spielen soll. Einfach wieder die Kampagne oder was, weil der Multiplayer ist besiedelt von Bots. Aber das zweite Geschütz ist inaktiv. Das Ding könnte mir doch Rückendeckung geben. Hier wäre auch Bacta gewesen. Wo? An dem Terminal hier. Rückendeckung, die kommt von hinten, die Pisse. Okay. Ja, das ist das Terminal für das Geschütz, das trifft sich gut. Ach, dann kann die von da raus, während ich das andere Terminal hacke. Es ist viel mit Terminal-Hacken hier. Na los, ihr fetten, hässlichen Vierfex, kommt und holt mich. Ganz ähnlich wie bei Spartan Ops in Halo. Fuck. Hier sind aber keine. Ah, ich hab schon eine Idee. Die kommen auch von da. Oh, Piss. Die verdammten Dinger sind überall. Ich kann ihnen die Waffe aus der Hand schießen. So, Geschütze, los geht's. Ja, kommt her, ihr Pisser. Ich hab hier was für euch. Da, ich hab hier was. Los, Geschütze, los! Shit. Ich hasse die. So. Das hat ja super funktioniert, aber ich glaube, da kommt er. Der hat einen wunderlichen Helm. Scheint irgendwie der Sergeant zu sein. Oh, super. Mir geht auch nie die Munition für die Schrotflinte aus, weil jeder von denen ist ja Schrotflinte. Da wird aber noch geschossen. Die schießen auf den Bus. Funktioniert einigermaßen. Ich hoffe, es sind keine Droiden, weil ich glaube, die Geschütze treffen die Droiden. Boah, Piss.
Säcke. Warum explodiert meine Granate nicht? Oh, sobald ich mich in den Datenkern gehackt habe, kann ich das Team zusammentrommeln. Ah, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ja, ich brauch Bug da. Hoffentlich finden wir mit Hilfe des Flugschreibers raus, wie diese verdammten Echsen ein republikanisches Angriffsschiff übernehmen konnten. Das ist echt eine gute Frage, weil Sammlerdruiden der KOS, ich nehme an, sie sind von der KOS, möglicherweise auch von den Tandoshanern, aber... es sind kleine Typen mit Ninja-Blades und Schrotflinten. Das kann doch nicht sein, dass hunderte von Trooper hier draufgehen. Tausende, würde ich fast sagen, so groß wie das Schiff ist. Wo schießt denn... Oh, die traurige Musik. Ich muss die Musik mal raussuchen, die gefällt mir. Ich liebe so richtig dramatische, traurige Musik, wo man endlich erkennt, wie scheiße man doch eigentlich ist. Ich hab sogar die Codenummer 38 genannt. 38 ist so. Deltas, falls mich jemand hört, ich rücke zum Treffpunkt vor. Deltas! 38 ist so scheiße. Er hat sein Team verloren. Und selbst als er dieses super wichtige Terminal gehackt hat, hat 38 immer noch keinen Zugang zum Funkverkehr. Delta ist tot. Oh Gott. Oh Mann, ey! Du kleine Pissgestalt. Mann, hören die sich gruselig an. Oh, Jesus. Delta!